Ich begrüße euch zum nächsten Teil von dem Let's Play Darksiders 2. So, wir stehen hier vor der dicken Tür. Ich habe jetzt ein bisschen, nur um das mal zu zeigen, hier versucht aufzubauen. Das heißt also, ich habe... Sekunde. Diesen Hammer ausgebaut, soweit es geht. Der geht also nicht weiter zu verbessern. Und den legen wir nämlich jetzt mal an. Das kleine Stückchen. Da haben wir zwar nichts mehr mit Gesundheit, aber dafür haben wir ja Heiltränke. Und dann gucken wir mal, was hier drin passiert. Schande der Ketzerei. Was schreit er denn so rum? Stell dich mir, Sensenmann! Erbärmlicher Bastard! Verdammtes Ekel! Vergoldetes Fleisch! Es funktioniert! Er schießt sich selber ab. Brauche überhaupt nichts machen. Jawohl. Cool. Er hat sich selber abgeschossen. Der Reiter kommt! Die Wunde. Widerwärtige Wahrscheinlichkeit. Von dir wird mir schlecht. Halt doch mal die Backen, ich muss meinen Zorn mal auffrischen. Widerwärtige Abscheulichkeit.
cool. Wie kommen wir jetzt an den oben dran? Oh, Tofte. Ach du Scheiße. Da habe ich aber echt Mist gebaut. Es war eigentlich ganz gut. Müssen wir noch mal versuchen. Ich rede dabei nicht so viel, das tut mir leid. Es wird Zeit, dass du etwas findest. Zerstören! Das ist kein Ort für ein Pferd. Von dir wird mir schlecht. Thank you.
brauche mehr Zorn. Ich glaube, jetzt hat er sich selbst getroffen. Das war genau richtig. Es hat geklappt. Da war ich aber wieder kurz vorm Draufgehen. Wo ist der Schlüssel? Gnade, Alter! Wo ist er? Bitte, ich sag dir alles. Es war Chaos. Selbst der Edelste unter uns war von Sinnen und erhob sein Schwert. Es passierte dem Archon. Und auch mir. Der Archon. Verdammter Brunnen. Die Benutzung war verboten. Was er auch sah, hat seinen Verstand zerstört. Er verbreitete Verderben, verwandelte die Stadt in ein Schlachthaus und pries seine eigene Reinheit. Schließlich floh der Archon in den Kristallturm. Oh, da hat's an der Tür geklingelt. Ich muss mal kurz den Platz Schlüssel verlassen. Nahm er mit. Naja, aber er quasselt ja glücklicherweise noch. Der Archon nannte dich Schreiber. Ich bin Yamaera. Einst war ich der oberste Schreiber, hier in der Elfenbein-Zitadelle. Ich habe vergangene und gegenwärtige Dinge aufgezeichnet und auch die sich immer ändernde Zukunft. Denn ich habe das zweite Gesicht. Durch die Augen anderer zu sehen, ist eine Gabe, die nur wenige Engel tolerieren. Selbst die Höllenwache hat ihre Geheimnisse. Der Archon will sie wissen. Doch er hat zu viel gesehen. Das Verderben hat all das angerichtet? Nein, es gab eine Schlacht. Ich kann sie noch immer sehen. Der Archon bekämpfte die Verdorbenen. Seine Schläge ließen die Stadt erzittern. Bete, dass du weitaus besser als Stein bist, wenn er sich in deiner Zukunft findet. Wie konnte der Archon den Verderben anheimfallen? Etwas Dunkles schlug in ihm Wurzeln. Es benutzte ihn als Marionette, um den schwarzen Hass zu verbreiten. Es sagt vielleicht viel aus, dass wir den Unterschied nicht erkennen konnten. Richte uns nicht, Reiter. Das Verderben kommt, selbst für die Gerechten. Das heißt, wir müssen jetzt wohl... Gibt's hier keine Steine und nichts drin? Das ist der Rabe. Nö, hier scheint sonst nichts zu sein. Das heißt, wir haben die Elfenbein-Zitadelle geschafft. Hat er ja gerade auch angekündigt. Und, ja. Der Schreiber kniet da, liegt da in der Ecke. Und ich würde sagen, wir verlassen jetzt den Laden hier. Wir haben immer noch kein Level-Up. Da stelle ich mir die Frage, wie will man diesen Baum jemals vollkriegen? Das ist eigentlich so gut wie unmöglich.
Vielleicht hätte man nur eine Seite ausbauen sollen. Ja, sei auch egal. Wir machen uns auf jeden Fall jetzt auf einen anderen Weg. Und zwar... Wir müssen uns Archon stellen. Das werden wir jetzt aber nicht tun. Sondern wir werden zum Ödlicht reisen. Eben muss ich mir blitzschnell die Waffen angucken. Das mache ich noch in dem Part eben mit dabei. Wir verkaufen Wulgrim das dritte Kapitel. Wulgrim befindet sich hier hinten in der Ecke. Oh, der Weg war länger als ich dachte. Dort. Ja, ich bin jetzt leider ein bisschen rausgerissen, dadurch, dass da jemand kam. Komm näher und sieh, was Wulgrim zu bieten hat. Da war noch ein Relikt, sehr schön. Wir reden mit ihm, verkaufen ihm... Frische Waren. Den Quatsch können wir auch eigentlich alles verkaufen. Das braucht man nicht mehr, aber vielleicht können wir es auch noch irgendwo einsetzen. Wir verkaufen ihm auf jeden Fall jetzt das dritte Kapitel. Ich schätze, das geht in Ordnung. Mehr wollte ich hier gar nicht, weil wir können auch noch später zu dem, wenn wir da wirklich was Wichtiges wollen. Wir machen das jetzt ein bisschen anders noch. Ich reite zurück zu dem Tempel. Aber was in dem Tempel ist, das sehen wir natürlich erst im nächsten Part. Weil jetzt ist die Zeit schon wieder überlang. Weil den Archon, den will ich noch nicht besiegen. Das ist mir zu gefährlich noch. Was heißt zu gefährlich, aber... Diese Tür werden wir auf jeden Fall öffnen können, weil wir haben ihm das dritte Kapitel verkauft. Und dann in den nächsten Parts werden wir das zweite Kapitel, also den zweiten Tempel auch noch suchen. Ich habe schon eine Ahnung, wo er ist. Ja, und da geht es dann um die Restarbeiten, dass wir eben noch, ja, wir haben ja noch einige Sachen offen. In den Schmiedelanden, wir müssen von Nathaniel eine Schriftrolle zum König der Fürsten bringen. Wir müssen die sechs Blutlosen finden. Wir haben noch einige Portale zu lösen, weil jetzt haben wir ja... leere Läufer oder Portalläufer und da werden wir auf jeden Fall ansetzen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen bis hierhin. Es bleibt also spannend. Wir werden noch nicht weiter in der Geschichte vorangehen, sondern Erledigungen machen. Ich sage wie immer so long bis zum nächsten Teil. Ich würde mich über einen Kommentar oder vielleicht auch einen Daumen hoch, Daumen runter oder was auch immer. Channel Support würde ich mich sehr freuen und sage wie immer bis zum nächsten Teil. Euer Agent Peanut.